Hey Leute, willkommen zurück. ja, nach einer kurzen Pause, 2 Jahre, habe ich aktuell ein bisschen mehr Zeit. Und ich habe ja damals gesagt, dass ich zu allen aktuell verfügbaren Emergency-Teilen, bei denen es einigermaßen Spaß macht und sinnvoll ist zu spielen, euch ein paar Missionen zeigen werde. Oder wollte. Ja, wir sind jetzt aktuell bei Emergency 3, Mission live. Und genau. Ich hatte schon mal kurz reingeguckt gehabt, aber ja, das letzte Mal, wo ich aktiv Emergency gespielt hatte, ist schon puh, lange Zeit her. Also Emergency 3, ich weiß gar nicht, wann das rauskam. Ich kann gerade mal gucken, eine Sekunde. Also es ist auch schon ewig her, also locker 5, 6, 7 Jahre. Aber egal. Ich starte eine neue Kampagne und let's go. So, Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKWs an LKWs. Also wir sehen es hier, PKW in LKW hinten reingecrasht, PKW brennt, also ist ja tendenziell VU-Claim, PKW brennt. Wir haben leider keinen TLF, deswegen werde ich es mit einem Rüstwagen lösen. Dazu kommen noch standardmäßig RTW-NEF, Polizei macht Verkehrsabsicherung, da hier noch Verkehr aktuell fließt. Ich habe oben habe ich einen Schiefetext, aber ich weiß aktuell nicht, wie man die ausblendet, deswegen, naja, tun wir einfach mal ignorieren. Okay, wir haben zwei verletzte Personen. Deswegen brauche ich noch einen zweiten RTW. Das NEF zieht auch mal durch. Ich habe hier vorne irgendwie aufstellen. So, okay. Ganz klar. Brandbekämpfung wird eingeleitet. Die Polizei hat sich mal richtig hingestellt, das freut mich sehr. Ach, wie schön. Okay. Genau, das NEF macht letzten Versorgung. Die zwei RTWs fahren mal den Bereitstellungsraum hier drüben an. Ist aber auch kein guter Herzog, muss hier mit Extrasystolen und sieht aus wie ein drittgradiger V-Block. Naja. Wunderbar. Okay. Also, Verkehrsabsicherung steht. Feuer ist aus. Jetzt wird Menschenrettung eingeleitet. Aber sehr schön die Animation hier. Okay, der Patient ist ausreichend versorgt. Der ist ja auch ein stabiler Patient. Dann gehen die mal da rein. Eine krasse Schatten hier. So, der Patient ist auch soweit fast fertig versorgt. Den werden die Notsans hier drüben weiter versorgen. Genau so. Ich weiß, hier oben steht ein Abstellfahrzeug bereit, aber ich möchte erstmal, dass die Patienten so weit abtransportiert sind. Mal ein bisschen Platz hier. NF begleitet den Transport. Und jetzt können wir auch das Abstellfahrzeug vorholen und den roten Porsche, war es ja, glaube ich, abschleppen. War es ein Porsche? Keine Ahnung, kennt man nicht mehr. Die Achse ist auch gebrochen, also, naja, gut. So, also, Verkehrsabsicherung wurde gemacht, Unfallauto wird abtransportiert. Zack. Und demnach müsste die Mission gleich vorbei sein. Aber eine schöne Mission von Anfang, finde ich. Können wir schon reinkommen. Ich lasse die Straße mal gesperrt. Dann müssen eh noch Ermittlungen etc. durchgeführt werden. So. Da fährt das Abschiffsfahrzeug. Und die Mission ist vorbei. Sehr schön, 99%. Ich weiß nicht, wie ich es besser hätte machen sollen. Also, dass es 100 geht, keine Ahnung. Aber egal.
Alles klar, dann sehen wir uns gleich in Mission 2.